wachsen und gedeihen. Auf die neue auf Kolonie! Die neue Kolonie. Wow. Hey Leute, willkommen zurück! Das war eine Frau, die hinzukommt! An dir hab ich nie gezweifelt. Zu Metro Exodus. Ja, Josh. Ich glaube, darüber solltest du dir keine Sorgen. Wenn alles klappt, werden Menschen zu uns kommen. Ehrliche, gute Menschen. Ich bin sicher, die haben auch einen. Tja, und sollten böse Menschen aufschlagen? Werden sie das noch bereuen? Oh, ganz bestimmt. Wenn wir die faulen Äpfel aussortiert haben, können wir dann überlegen, was wir mit Moskau unternehmen. Das ist wohl wahr. Auf die Liebe! Auf die Liebe! Geht runter wie Öl. Ziemlich stark. Oh, großartig. Du bist dran, Artyom. Na los, beeindrucke uns. Was? Die Hitze ist echt unerträglich. Wie denn? Hä? Wie denn? Was ist das alles? Sieht gut aus, ey. Setz dich zu mir, Artyom. Also für das, was ich ins Videospiel schon gesehen habe, sieht das jetzt ganz gut aus. Hey, Schatz. Komm, spielen wir ein Lied wieder zusammen. Together. Come together right now. Gerade ein Grashalm durch, habt ihr es gesehen? Spurt nochmal zurück und guckt den Flur entlang. Da, huch. Oh, ist das schön, Leute. Aber richtig gut Gitarre spielen, muss ich sagen. Also, das ist wirklich gut. Klasse, das ist ein schönes Lied. Stepan, spiel noch was. Stepan, könntest du uns das Lied von Borisic spielen? Gerne. Das hören wir uns auch an.
Полковник Васин приехал на фронт со своей молодой женой. Полковник Васин созвал свой полк и сказал им: пойдем домой. Jetzt gehen wir schon. Мы ведем войну уже 70 лет. Нас учили, что жизнь – это бой. Das ist echt schönes Lied. Und vor allem ein guter Text. Habt ihr mal den Text mitgelesen? Das ist echt gut. Trifft hier voll drauf zu. Ist auch in der Wortwahl echt cool. Ich kann das nicht. Na gut. Ja, Russisch ist eine coole Sprache. Klingt so schön. Darf ich mal? What the fuck? Hallo, Artyom. Hallo, mein Freund. Wie du siehst, kümmere ich mich nach dem Wüsteneinsatz gründlich um die Waffen. Ich hasse Sand, das ist mal klar. Der ist rau und grob und gelangt überall hin. Das stört mich ohne Ende. Das ist definitiv ein Sprecher von Galileo hier. Sobald wir dieses Höllenloch also verlassen haben, beginne ich mit dem Reinigen. Und Duke hat, freundlich wie er ist, seine freiwillige Hilfe angeboten. Freiwillig. Am Arsch. Du bist ein Sklaventreiber. Wie dieser Baron. Tja, dann hättest du die Ubojnik nicht in den Sand mitnehmen sollen. Ist immerhin keine Kalaschnikow. Aha. Na gut. Wir müssen woanders lang. Wir müssen wieder zur Karte zurück. Ja, das spielt doch noch mehr für Anna. Komm, freut sich. In dieser schweren Zeit kann man hier kein Wort mehr abschlagen. Wow, Alter. Wie die Sonne hier gerade geblendet hat. Holy shit. Komm hier raus und alles blendet. Hä? Hier sind Häuser. Hier sind Häuser. Hier sind überall Häuser. Und Bahn. Und Schienen. Wo sind wir? Hey. Irgendwie ist das cool. Achso, wir sind immer noch nicht an dem Haus hier vorbeigefahren. Oder wir fahren schon wieder vorbei. Kann natürlich auch sein. Ja, das ist überhaupt nicht schlimm. Alles gut. Das wäre technisch ein bisschen zu viel verlangt. So, Leute, ab ins nächste Gebiet. Ich freue mich so. Oh, schön. Was? Ich kann nicht behaupten, je religiös gewesen zu sein. Aber jetzt bitte ich alle Götter, auf Anna aufzupassen. Möge das Tal ihre Krankheit heilen. In der Zwischenzeit haben Aljoscha und ich einen Aufklärungseinsatz. Keine Ahnung, was uns dort erwartet, aber Aljoscha scheint überzeugt zu sein, dass zahlreiche Frauen seine Ankunft dort begierig erwarten. Sollte das wirklich der Fall sein, dann habe ich den bestmöglichen Begleiter für diesen Einsatz. Aha, klingt interessant. Ich bin recht angetan von diesem Tal. Nehmen wir mal die Luft. Die macht den Kopf ganz klar. Alter. Noch nie habe ich solche Luft gerochen. Ich wette, wenn wir eine Woche dort verbringen, wird nicht nur Anna geheilt sein, sondern dem Oberst werden sogar die Füße nachwachsen.
verdammt, was für eine holprige Fahrt. Die Schienen sind total krumm. Die ganze Trasse scheint wegzurutschen. Vorsicht, Dreh. Ich hoffe, sie hält unser Gewicht. Wir sollten die Aurora kontaktieren und ihnen sagen, dass sie die andere Strecke nehmen sollen. Oh, wie es hier aussieht. Aurora, bitte komm. Hier Aufklärung. Hört ihr mich? Ende. Wow. Aurora hier. Ich höre euch laut und deutlich. Ende. Herr Oberst, diese Strecke wird die Aurora nicht tragen. Nehmen Sie die Hauptstrecke. Ende. Ich verstehe. Hier sind ein paar Reparaturen nötig. Das bedeutet eine Verzögerung. Und trotzdem steht der Plan. Wir treffen uns am Damm. Wie ist die allgemeine Lage dort? Ende. Die allgemeine Lage hier ist der absolute Wahnsinn, Herr Oberst. Anna wird es hier bestimmt gefallen. Ende. Freut mich zu hören. Oh oh. Vorsicht. Ende und aus. Der Plan ist also wie folgt. Wir begeben uns zu dem Damm, überprüfen ihn schnell und sagen ihnen, sie sollen herkommen. So, diese Schäden gehen nur an. Oh, wie das hier aussieht, ey. Ja. Hier sind? Wow. Wow! Mannschaft! Fünf Leute hin! Haben deinen Freund geschnappt. Ich kann aber sehen, dass ihr zwei keine Banditen seid. Ich werde dir helfen, solange du keine Dummheiten machst. Jetzt muss ich los. Bleib nur außer Sichtweite, dann ist alles gut. Ich muss erstmal Luft holen. Wer ist sie denn? Ey, wie krass realistisch die Geräusche waren, als würde man wirklich Wasser in der Lunge haben. Okay, Leute, ich glaube, mir geht da so leicht eine ab. Alter, wie sieht's denn bitte hier aus? Alter, heilige Scheiße. Okay, hier lässt jetzt die Grafik-Engine wirklich ihren kompletten Lauf her. Hier kommt sie wirklich komplett zum Einsatz, glaube ich. Oh, ist das... Oh. Oh, guck mal. Ist das toll hier. Die Wolga, der Fluss, die Wolga. Und Ruckel, Ruckel habe ich gerade schon wieder gesehen in der Aufnahme. Und noch mehr Ruckel, Ruckel. Das ist übrigens auch die Benchmark-Szene. Also es gibt hier so ein kleines Benchmark-Tool, also eine kleine Benchmark-Sequenz, die eben zum Metro Exodus hinzugeliefert wird. Oder ja, die man eben auch nutzen kann. Und ja, das lässt einfach schon erahnen, dass das hier jetzt ganz gut Performance frisst hier. Ah.
Rogge, Rogge. Warte mal. Es wäre jetzt sehr, sehr blöd, wenn das in dem kompletten Gebiet jetzt auch die ganze Zeit hier ruckelt. Hoffen wir nicht, dass die Aufnahme mir jetzt abgeschmiert ist. Oh, auch auf hoch ist schon ein bisschen besser, komplett besser. Kein Ruckeln mehr. Hey. Ja, krass. Also wie gesagt, bei mir läuft es halt komplett flüssig. Auch auf extrem hier, aber ja, in der Aufnahme ist es halt irgendwie nicht der Fall. Was? Schild? Wer? Wo? Was? Der Ausbilder der Straße 20 Stunden lang gegen Plünderer verteidigt. Okay. Ich denke mal, bei sehr hoch werden noch irgendwelche, was weiß ich, Schatten noch unnötig hoch gerechnet oder ja, dargestellt eben. Was optisch jetzt gar nicht so viel hermacht. Was aber enorm viel mehr Performance nochmal frisst zusätzlich. Deswegen, also ich kann euch nochmal ganz kurz sagen, abschließend dazu, Ultra ist echt nicht empfehlenswert, also nicht immer. Nicht die höchsten Einstellungen. Stellt das alles auf hoch oder so, wenn eure Grafikkarte das packt. Aber nicht auf Ultra. Macht nicht alles auf Ultra. Ihr habt dadurch meistens so einen Performance-Verlust und es sieht halt wirklich einfach nicht anders aus. Das ist so der springende Punkt. Du erkennst halt wirklich die Unterschiede nicht. Also da brauchst du schon... Weiß ich nicht. So genau guckt da eh niemand hin, so dass man das denn wirklich sieht. Boah. Guck mal hier, ich habe eine Armbrust, Leute. Ist euch schon aufgefallen, dass ich eine Armbrust habe? Wie geil ist das? Fette Armbrust. Ja, das habe ich leider, um mal dazu ganz kurz was zu sagen. Artyom sammelt ja Postkarten, ne? Artyom ist ja Postkartensammler, so. Das wissen wir ja schon aus den älteren Teilen. Nur leider habe ich die komplett in der Kaspischen Wüste und, also, ich habe die komplett verpasst in dem Spiel. Das ist, glaube ich, die erste Postkarte, die ich einsammle. Ich habe es leider mitbekommen, als ich es irgendwo mal erfahren habe, dass, ja, es eben auch Postkarten zu sammeln gibt, hätte ich mich... Ja, zu dem Zeitpunkt dann auch etwas mehr auf Postkarten eben konzentriert, aber, tja. Und danach ein bisschen Ausschau gehalten, aber jetzt brauche ich es auch nicht mehr machen, weil jetzt habe ich eh sowieso alle verpasst. Also, ja. Tut mir leid. Das ist hier das Haus übrigens. Hier beginnt die Benchmark-Szene, da vorne irgendwo. Und dann führt sie hier ins Haus rein, hier brennt nachher alles. Aus dem Haus wieder raus, zum Strand, im Sonnenuntergang und dann... die Benchmark-Sequenz auch wieder vorbei. Habe ich übrigens auch hochgeladen. Mal ganz kurz als Info. Habe ich auch. Dasselbe wird euch allen passieren. Hier. Ich hoffe mal nicht, dass hier nachher gleich alles anfängt zu brennen. Das wäre sehr... Ja. Sehr krass. Vergewaltiger. Ja gut, dann kann ich es verstehen. Mit Vergewaltigern habe ich auch absolut kein Mitleid. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, ich würde denen jetzt nicht unbedingt sowas wünschen, aber... Ja. Vergewaltigung, das ist halt hart. Das ist ein hartes Thema. Das weiß ich nicht. Das ist auch... Ah! Ah! Ist auch irgendwie nicht zu entschuldigen, sowas. In keinster Weise, so. Wer weiß? Plündere. Alter, mit dem Kopf in... Boah. Mit dem Kopf in den Kamin. Alter Schwede. Das ist bitter. Das ist echt bitter.
Nein! Was? Da ist eine Notiz dran, ne? Am Pfeil. Zettel am Pfeil. Bandit, dieses Territorium gehört den Brüdern der Küste. Verschwinde, sonst bezahlst du es mit deinem Leben, wie die anderen. Tod den Eindringlingen! Oh, ne. Okay, sie wissen ja jetzt anscheinend schon, dass ich hier bin. Oh, guck mal, da hinten sind schon Wölfe und... wie ich weiß. Gehen wir dem mal helfen, oder? Direkt. Ruckel, ruckel. Bei euch in der Aufnahme, sorry. Verpiss dich! Danke, Bruder. Bin nämlich jetzt einfach los. Wieso soll ich das tun? Lass mich hier nicht zurück, Mann! Weißt du gar nicht, wer du bist? Hier gibt es verschissen viele Wölfe! Die Mistkerle haben mich so eng gefesselt, dass ich meine Arme nicht mehr spüre. Ja, du hast sie irgendwie alle kalt gemacht, oder was? Bleib mal ganz ruhig, Puppe. Bitte Mann, lass mich hier nicht zurück! Was ist das? Boah! Lass mich hier nicht zurück, Mann! Hier gibt es verschissen viele Wölfe! Ja, heul nicht rum! Oh, es ist so... es ist so wunderschön, ne? Bitte Mann, lass mich hier nicht zurück! Ja, ist ja gut. Ich schulde dir was. Das werde ich dir nie vergessen. Ich schwöre. Diese Füchtenficker haben mich hier einfach wie die Wölfe zurückgelassen. Ich kenne dich gar nicht. Aus welcher Hütte bist du? Echt schicke Ausrüstung. Jedenfalls solltest du da nicht allein hingehen. Ich hab's probiert und du weißt, was passiert ist. Diese Miststücke verstecken sich wie verdammte Eidechsen. Ich hatte einen Weg hineingefunden und war schon auf dem Rückweg, als die Mistdinger mich ansprangen. Scheiße, beide Beine eingeschlafen. Ich kann gerade nicht gehen. Ich warte hier, bis sie aufwachen und hol dann die Jungs. Jetzt haben wir eine gute Chance, diese Waldscheißer zu erledigen. Wir werden sie komplett in Stücke reißen. Sag mal, von welcher Hütte bist du eigentlich? Ich dachte, ich würde alle kennen. Bist du überhaupt aus unserem Lager? Naja, auch wenn du keiner von uns bist, stehe ich trotzdem in deiner Schuld. Danke, Mann. Was diese Mistkerle betrifft, wenn du durch ihr Territorium willst, musst du dich wie ein Gespenst bewegen. Du siehst allerdings aus, als könntest du sie komplett alleine erledigen. Wenn du also welche von diesen Miststücken siehst, dann mach sie kalt. Wenn sie unsere Jungs an Pfählen aufhängen, haben sie es nicht anders verdient. Ja. Na, viel Glück, Mann. Du wirst es brauchen. Ja. Danke. Eine Sekunde, Leute. Verdammte Scheiße. Oh, das war echt beschissen. Oh, eine Sekunde. Zeit zur Küste zu gehen, auf die Jungs zu warten. Die müssten eigentlich bald abrücken. Ja, ja, ja. So. Ja, es könnte auch ruckeln hier wegen dem Hairworks, ne? Habe ich die ganze Zeit mal so dran gedacht, weil der ist hier doch ganz schön behaart, der Kollege. Obwohl das ja eigentlich nur einzelne Haare sein sollen, aber der hier, der hat doch eine ganz gute Haarpracht. Und das kostet eben so extrem viel Leistung, teilweise. Deswegen ruckelt das hier vielleicht gerade, wenn ich in die Richtung hier schaue. Ich weiß es nicht. Na gut, wollte ich nur mal anmerken. So. Guck mal. Ja, ich weiß, es ist jetzt ein bisschen blöd, aber das ist halt für mich. Es ist. Bei mir läuft es halt komplett flüssig, aber in der Aufnahme ruckelt es dann halt wieder. Boah, ruckelt sogar extrem doll. Ja. Ja, dann müssen wir das Ganze wohl. Aber. Naja, man sieht schon den Unterschied. Naja, aber was soll's. Wenn es ruckelt, Leute, dann bringt das keinem was. Das müssen wir dann runterstellen hier. Das ist denn.
leider so, auch wenn ich gerne selbst, also privat, ich habe ja gesagt, egal ob es ruckelt so, ich mache das nicht. Aber ich werde es euch zuliebe runterstellen, so. Persönlich, bei mir läuft es ja jetzt gut. Ich hätte das jetzt nicht getan. Offscreen, aber ich mache es für euch. Ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Wie gesagt, sieht jetzt auch nicht großartig anders aus. So, ich würde sagen, dann gehen wir doch mal hier. Hier können wir bestimmt nicht rein, ne? Nee. Okay, was steht da drauf? Solnetschki. Nee, was? Solnetschnir? Solnetschnir. Ein Kilometer. Oder so. Ähnlich. Theoretisch kann ich doch da runter, oder? Oder nicht? Ich meine, der hat gerade gespeichert. Ich meine, hier kann man doch laufen. Hier drauf, oder? Hier geht man doch nicht unter. Oh, doch, hier geht man unter. Oh, da ist sogar ein Vieh. Oder? War da gerade ein Vieh? Nee. Oder doch? Ich glaube, hier kommt man gar nicht rein, ne? Ah. Warte mal, ich versuche mal mit einem großen Sprung. Hip, hip, hurra! Nee. Ich glaube... Hey, was? Ich bin... Warum? Ich glaube, ich bin ertrunken oder sowas. Ja, passiert. Dit passiert. Ne, Leute, ich denke, ich werde das Ganze im nächsten Part, ich möchte das hier alles auf Ultra genießen. Ich werde das im nächsten Part wohl mal mit Shadowplay aufnehmen und die Tonspur dann hinterschneiden. Weil dann könnt ihr das auch auf Ultra flüssig sehen alles. Es sieht doch nochmal ein... Ja, man sieht halt, also ich sehe halt schon einen Unterschied und ich möchte es persönlich halt auf Ultra spielen, so. Und damit es dann für euch nicht rumhackt... Machen wir das dann mit Shadowplay, dann hackt das Ganze auch nicht. Ja, dann mache ich hier jetzt erstmal Schluss, Leute. Muss mal gucken, ob ich das jetzt gleich alles auf die Schnelle so eingestellt bekomme. Wer hängt hier Puppen auf? Warum? Und dann sehen wir uns hoffentlich schon bald wieder zum Metro Exodus. Wäre schön und lieb, wenn ihr wieder einschaltet und mir ein Däumchen da lasst. Ich freue mich drauf. Macht's gut, Leute. Bis dahin. Ciao, ciao.